Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Surtag. Wie man sieht, er ist in der ETZ. Ja, und wenn es nicht funktioniert, wenn er nicht da ist, müsst ihr euch mal kurz abmelden und wieder anmelden bei Destiny 2. Ab und zu ist es noch ein bisschen buggy. Anflug ist wie folgt: Zielorte, dann hier einmal unten ETZ einmal und dann hier einmal gewundene Bucht ist die Landezone. Und dann hängt er oben beim gefallenen Wrack auf dem Cliff. Und dann, ja, dann sehen wir es gleich, was er dabei hat. Nicht vergessen, nächste Woche startet Eisenbanner. Heute ist Freitag, da startet Prüfung von Osiris. Also viel PvP-Kram, was ihr spielen könnt in der nächsten Zeit, wenn ihr Bock drauf habt. Weil PvP ist ja ab und zu ein bisschen toxisch und ein bisschen nervig, wie man ja weiß. Und da muss man ein bisschen, ja, gucken, ob man da Bock drauf hat oder nicht. So. Aber bis uns so etc. kommen ja. Deswegen hoffe ich mal, dass das Ressourcen einigermaßen cool wird. So, da ist er, der Xur. Mal schauen, was er dabei hat. Das Engramm hier nicht sofort ziehen, sondern erst das kaufen, was hier rechts steht, was euch fehlt, weil sonst könnt ihr eventuell das Engramm euch damit bescheren, was hier steht, und das wäre halt ein bisschen doof. Ihr könnt mit Dreieck reinschauen in der Vorschau. Alles, was abgehakt ist, habt ihr schon. Was nicht abgehakt ist, würde eventuell dann raustroppen. Ich habe schon alles, von mir würde halt eine Rüstung raustroppen mit verschiedenen Perks. Deswegen ziehe ich es einfach nicht, weil ich es nicht brauche. So, einmal Löwengebrüll hier, Granatenwerfer hier für 29 legendäre Bruchstücke. Da haben wir einmal folgende Sachen: einmal Gegengewicht, dann einmal Implosivgeschosse, dann einmal Herdenausdünnung und dann hier einmal Halbschaft. Es gibt auch einen Cut, den müsst ihr selber gucken, wo ihr den kriegt. Im Cut-Menü gibt es ja hier, ne? Dann hier einmal intrinische Eigenschaften. Verzögerte Freude, Granatenprojektile prallen von Oberflächen ab. R2 drücken und gedrückt halten, um zu feuern, loslassen, um zu sprengeln. Ja, so sieht es nämlich aus. Dann haben wir hier einmal folgenden Waffenornamente. Einmal Jade-Antlitz, sieht immer so aus, und einmal Stolzglas habe ich. Sind beide ganz nett. Ist okay, wie gesagt, wenn es in der Sammlung fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Da haben wir hier einmal Gravitonenbuße, Helm für den Jäger, hier einmal wieder nur Gesamtwert 48, sehr schlecht getrimmt auf Leere. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier mit dem Warlock drin, kriege den Helm auf 1550, das heißt, ich kaufe mir den Helm, transferiere den zum Jäger, zur Jägerklasse, wenn ich da Powerlevel gut mache, nicht vergessen, ich konnte das ein bisschen ausnutzen, kauft mit dem höchsten Char die Ausrüstungsgegenstände bei Xur und transferiert die zu euren Chars, die niedriger levelig sind, da kriegt ihr ein paar Powerlevel plus, nicht vergessen, macht das so. So, dann haben wir Mobilität extrem erhöht, der Rest ist so lala, Gesamtwert, wie gesagt, 48, schlecht, wenn es fehlt in der Sammlung, mitnehmen, aber sonst sind die Werte halt wirklich leider schlecht. Dann wir einmal flüchtiger Schatten erhöht die Dauer jeglicher Unsichtbarkeitseffekte. Dein Nahkampf und deine Waffe laden schneller auf und deine Erholung ist deutlich erhöht, während du unsichtbar bist. Eigentlich gar nicht schlecht. Auf jeden Fall ein Muss für jeden Jäger. Gibt auch Ornamente, und zwar einmal habe ich das hier. Riegelkreuzung. Sieht immer so aus, ist auch okay. Wie gesagt, auf jeden Fall mitnehmen, wenn es fehlt. Dann Syntuceps Panzerhandschuhe für den Titanier. Getrimmt auf Solar. Auch wieder Gesamtwert nur 48. Sehr schlecht wieder. Belastbarkeit erhöht, Stärke und Mobilität, aber insgesamt halt einfach schlecht, kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal biotische Verbesserungen, erhöhte Nahkampfsprungweite, vergrößerte Super- und Nahkampfschaden bei Umzingelung. Gibt auch Ornamente, ich habe einmal das hier, Anspannen, Verbessern, Replizieren, einmal das Titanornament, sieht einmal so aus, sieht nach Siva aus, auf jeden Fall ganz okay. Dann hier Ionenseele, Panzerhandschuhe für den Warlock, Gesamtwert 51 hier mal, ist hier einmal Erholung und die Stärke erhöht, aber insgesamt auch nicht gut, getrimmt auf Arkus, kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier nämlich einmal die Möglichkeit, mehrere Sachen auszurüsten, hier einmal Sekte der Macht haben wir einmal, dann Sekte der Einsicht und Sekte des Eifers. Wie man es genau nutzt, kann ich gar nicht genau sagen, weil ich spiele das einfach nicht. Das ist das Problem. Aber wenn es fehlt, wie gesagt, auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier einmal Nachtwache, hier einmal, welche Waffen hier gut sind und nicht, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, ich gehe mal einmal alles durch, wenn irgendwas fehlt und wenn ihr Bock drauf habt, kauft es einfach und legt es einfach in den Tresor, kein Problem, kostet nicht ganz so viel und sonst müsst ihr halt auch in die Kommentare schauen oder in die Videobeschreibung. So, Nachtwache hier einmal, 7. Seraph SI2 Pistole, dann Gian 7 Gewehr, Impulsgewehr, dann die wichtigste Zutat, Fusionsgewehr, eigentlich in, ich glaube, das ist sogar das Godroll für PvP. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall kaufen, wenn die fehlt, weil die ist ganz gerne gespielt im PvP. Dann hier einmal Wunschspringer, Schrotflinte hier einmal, dann einmal zersplitterte Chiffre, Maschinengewehr und zum Schluss hier einmal der Schwarm, Maschinengewehr. Wie gesagt, wenn es fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Die Rüstung hier einmal, alte apokalyptische Handschuhe, alles auf 48, auch schlecht, aber wenn die Sammlung fehlt, auf jeden Fall auch noch gönnen und kaufen. Sonst hier einmal Falkenmond hier einmal und einmal noch Erzählung eines Toten, wenn ihr Bock drauf habt. Gibt's auch noch, und sonst gibt's hier auch noch bestimmt noch Xenologie mitzunehmen. Die habe ich auch schon fertig, müsst ihr ja auch mal einlösen. Dann könnt ihr nicht sonst eventuell das Engramm nicht zweimal ziehen, wenn ihr halt hier halt die Quest Xenologie fertig habt. Wo ist sie denn? Das hier, da habe ich auch vollständig, habe ich noch auf der hohen Kante, habe ich noch nicht abgegeben.
Aber wie gesagt, da könnt ihr mit diesem exotischen Code zweimal das exotische Ingram ziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Und sonst, ja, spielt, kauft und bleibt am Ball. Guten Loot euch und gutes Wochenende. Bis denn. Reingehauen. Danke für den Support und tschüss.